Moin zusammen. Wie ihr seht, sind wir hier gerade so ein bisschen am Köderfische schnippen. Wir versuchen für ein neues Projekt ein paar zusammenzukriegen. Es gestaltet sich aber als schwierig. Heute ist Sonntag. Wir brauchen Maden, kriegen natürlich keine. Und jetzt haben wir alternativ einfach ein bisschen Mais dran gehauen. Ein bisschen Grundfutter reingeschmissen und hoffen, dass jetzt nochmal das ein oder andere Rotauge einsteigt. Wir hatten jetzt auch gerade schon einen kleinen Zupfer gehabt. Mit Mais muss man natürlich ein bisschen mehr Geduld haben als mit Maden. Dieser Kanal ist eigentlich auch sehr gut für Köderfische, im Sommer zumindest. Und wir hoffen, dass wir jetzt noch ein paar kriegen. Wir haben uns hier vor so ein Rohr gestellt, das ist ein bisschen tiefer. Die Fische scheinen ja auch zu stehen, wir hatten schon einige Bisse. Leider konnten wir noch keine rausbekommen. Wir geben unser Bestes und ihr dürft dabei zuschauen. So sieht meine Montage aus. Vorne der Haken mit dem Köder. Dann kommt ein Bleischrot, das lege ich auf den Boden ab. Dann kommt ein Wirbel zum Austauschen des Vorfass. Ein größeres Blei, um die Pose auch unter Wasser zu ziehen. Dann habe ich hier noch einen Vorstopper, damit ich die Pose in einem bestimmten Bereich halten kann. Zwei Perlen und noch einen Stopper, um die Tiefe einzustellen. Zur Pose ist eine Waggler-Pose, die hat unten selbst auch nochmal ein Gewicht. Das heißt, auch ohne meine Bebleiung wird sie so im Wasser stehen. Und ich richte die dann so aus, dass sie nur noch so ein Stück aus dem Wasser rausguckt. Sollte ein Fisch das Blei unten anheben, würde die Pose ein Stückchen aus dem Wasser rauskommen. Und wenn er zieht, geht sie natürlich unter. Ich habe einfach ein Stückchen Mais abgeschnitten und ziehe das einmal nur so durch den Haken durch. Hakenspitze frei. So. Ich hätte selber nicht gedacht, wie gut das funktioniert. Ist echt fantastisch. Ich denke auch, dass das an der Farbe des Mais liegt. Also das Gelbe, es hebt sich sofort. Ich lasse nur rein und zack. Biss. Also unglaublich super. Wer braucht schon Maden, wenn man Mais hat? Und die Größe ist echt perfekt für das, was wir vorhaben. Also echt hervorragend. Wir haben jetzt auch schon ein paar zusammen. Zwei, drei brauchen wir noch. Was immer mehr. Innerhalb von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde unsere Köderfische zusammengekriegt. Klasse.